Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Train Simulator 2022. Guten Morgen, bitte entdecken Sie die Fahrgasttüren. Ja, machen Sie sich auf den Weg nach Karlsruhe, Herr Kopp, wollte es auch nicht lesen. Aber wir befinden uns hier heute mal wieder auf der Strecke Straßburg-Karlsruhe, die zum einen in der Deluxe-Variante des Train Simulator 2022 enthalten ist, die es aber auch immer als separaten DLC gibt. Und normalerweise sind hier Doppelstock-Steuerwagen unterwegs. Heute allerdings nicht. Genau, heute haben wir hier einen ersatzweise N-Wagen-Park geschoben von einer Baureihe 111, die jetzt hier ein bisschen aushelfen wird. Ja, weil sonst eben gar kein Zug fährt, ne? Von daher ist es auch gar keine schlechte Sache. So, ich glaube, wir sind soweit aufgerüstet. Das ist ganz gut. Genau, das hatte ich mir einfach mal ganz kurz so umgedichtet. Ich wollte das mehr aus der Sicht eines Steuerwagens, N-Wagen-Steuerwagen sehen. Gut, was willst du machen, ne? Normalerweise ist das Szenario hier eben ganz regulär gefahren. Ich glaube, mit einem Doppelstock-Steuerwagen. Genau. Also von daher, das ist schon noch eines dieser Standard-Szenarios, nur das halt eben mit leicht verändertem Wagenpark. Ich hoffe, dass er trotzdem. Achso, wir können ja auch noch hier schildern, ne? So ist es ja nicht. Wir haben da ja noch multiple Möglichkeiten. Da haben wir auch sogar Karlsruhe, wenn ich mich recht erinnere. Mal ganz kurz gucken. Siegen, Wildau, Trier. Guck mal, da kommt auch schon eher. Naja, gut. Nicht ganz eher in die Richtung, wollte ich schon sagen. Da können wir aber nicht ganz so sehen. So, haben wir alle. Jo. Türen zu. Und Abfahrt. Genau, wir stehen jetzt hier in Offenburg. Das ist auch nochmal vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Und damit stehen wir jetzt quasi ein bisschen neben der Strecke, die wir letztes Mal gefahren sind. So, Signal passt. Und Abfahrt. Damit stehen wir jetzt einen kleinen Ticken südlicher. Noch ein bisschen vor der Einmündung, die dann eben von Frankreich rüberkommt. Für Kehl dann eben. Wir können gleich mal gucken, ob wir das dann finden. Warte mal, so. Genau, hier kommt dann quasi die Strecke von Frankreich rüber rein. Und wir stehen jetzt hier so ein kleines bisschen südlicher noch in Offenburg, wo dann ja, zum einen einige RE-Fahrten enden von Karlsruhe aus oder ja dann halt eben nochmal ein bisschen weiter fahren Richtung Konstanz oder dann noch eben der RE Richtung Basel von Karlsruhe aus. Genau, ne, da haben wir ein paar Möglichkeiten. So, und ich glaube, welche Möglichkeit wir jetzt auch haben, ist ein bisschen, oder müssen wir dann noch rechts? Ne, wir fahren hier gerade aus. Das heißt, wir dürfen genau. Ne, wir dürfen immer nur 60. Ich dachte, wir dürfen jetzt schon hier ein bisschen Gas drauf geben. Okay, dauert wohl noch einen kleinen Moment. Gut. Dann heute nicht. So, sehr Fahrgäste. Ich begrüße Sie recht herzlich hier an Ort des Regionalexpress unserer heutigen Fahrt nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Sie sehen schon, haben Sie heute mit einem Ersatzwagenpark unterwegs. Wir wünschen Ihnen trotzdem natürlich eine angenehme Reise. Unser nächster halt in wenigen Minuten ab und war ja. Ja, so ist es, ne? Gut, dann schauen wir trotzdem mal, dass wir hier gutzeitig loskommen. Also wir werden jetzt hier relativ viele Streckenabschnitte haben, in denen, also auf denen wir jetzt recht zügig fahren können. Haben wir letztes Mal ja auch schon gesehen in der gestrigen Folge. Wir fahren jetzt halt natürlich entlang der Schnellfahrstrecke. Und natürlich ist es da so, dass wir dann auch den parallel verlaufenden Regionalverkehr, ja, der hat natürlich auch eine schöne Geradeaustrasse, so ist es natürlich nicht. Und da kommen wir natürlich auch gut vorwärts, bedeutet, die Spots schon ganz gut. So. Ziehen wir auch nicht, hört aber doch schon ganz schön laut, wenn wir schneller fahren. Aber gut, damit müssen wir heute mal leben. Ist nicht alles ganz so leise. Zugverkehr der Welt. So, ab hin war ja auf Gleis 1. Okay. Darf man das nicht vergessen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass jetzt nicht allzu viel schief geht. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann auch natürlich mal wieder, wie letztes Mal auch, wo wir dann ab Rastatt drüber fahren werden. Ich glaube, wir haben da ja dann keinen Halt mehr nach Rastatt. Ja, genau. Rastatt. Und dann haben wir direkt Karlsruhe. Bahnsteig 13, das könnte aber dieses Mal sein, dass wir dann über Ettlingen-West fahren. Das heißt, dass wir auch mal den anderen Streckenast sehen. Und ne, zum anderen haben wir jetzt auch mal dann die Strecke hier aus Perspektive der Strecke jenseits dieser Schallschutzmauer, die wir da links sehen. Also ich denke mal schon ein bisschen was sehen. Vor allem, wir halten überall mal an.
Das ist dann auch nochmal zusätzlich ganz so. Guten Tag, Kollege. Jetzt kommen wir ein bisschen hier mal zurück. Mit dem Schub. So. Muss ich erst wieder ein klein wenig lernen, dass wir den rechtzeitig auf und ab schalten müssen. Hier den gut, beziehungsweise unsere schiebende Lok. So, 2 Kilometer sind das noch. Wunderbar. So, sehr vergessen, wir erreichen in Kürze Appenweier auf Gleis 1. Ja, Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Wobei ich das auch nur vermute, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sie haben einen Übergang zum Regelverkehr nach Straßburg. Ja, haben auf jeden Fall. So. Dann schauen wir mal, wie die Bremsleistung ist. Wie gesagt, ich bin schon irgendwie nie mehr mit dem Zug hier gefahren. Müssen uns also so ein kleines bisschen wieder eingrooven. Da vorne sehe ich auch schon den Halt. Sieht hier schon mal nicht schlecht aus. So. Gucken wir auch mal, ob wir da nicht allzu viel Verspätung reinfahren. Das war zu viel, wir zu früh gebremst. Ja, ne, aber ich meine, der Park hier stand ja in der Abstellung. Da kannst du ja auch nicht unbedingt drauf gehen, dass der noch hundertprozentig technisch auf dem neuesten Stand ist. Ja, aber werden wir mal sehen. Die Leute sollen froh sein, dass überhaupt ein Zug fährt hier, ne? Als Ersatz. Nicht einfach fällt ersatzlos aus hier, sondern schön hier eine Ersatzfahrt mit den N-Wagen. So, genau, Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Das passt. So, wie viele Wagen wir haben, ist natürlich die Frage. 110 Meter haben wir mindestens. Ich glaube, wir haben 5 Wagen. Ich hätte gesagt, wir halten mal hier. So, 160 Meter. Jo, das sieht doch gut aus, ne? So, und einmal auf damit, ne? Mal einsteigen, wer möchte. So. Jetzt können wir mal schauen, genau, Appenweier. Okay, wir haben schon einen Lärmschutzwand, dann zumindest schön, ne? So. Genau, und dann hier, wie gesagt, auf der Seite haben wir dann die Strecke für die durchfahrenden Fernverkehrszüge. Oh, ich höre doch da schon was. Ach nee, das sind wir. Das ist unsere Lok. Naja. Gut, ne, dann passt das auf jeden Fall. 160 Meter ist unser. Also wir dürfen schon wieder, ne, ein bisschen aufpassen, weil wir nicht so trödeln dürfen hier heute. Der Fahrplan ist dann wahrscheinlich auf so einer Strecke dann doch recht. Ja, muss man ein bisschen gucken, ne? So, da passt's. Und los geht die wilde Fahrt hier, ne? Ja, jetzt könnte ich jedes Mal die Leute recht herzlich begrüßen, aber wir halten jetzt dann doch zumindest. Ah, was haben wir denn da links? Ein ICE. Haha. Ja, der fährt parallel und wird wohl ein paar Minuten vor uns in Karlsruhe sein, hätte ich mal vermutet. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir auch mit der Beschleunigung da halbwegs jetzt rankommen. Aber so schlecht sieht das jetzt gar nicht aus. Also wir müssen die Lok jetzt schon gut quälen, sage ich jetzt mal. Dass wir da halbwegs mithalten können. Aber wenn wir jetzt halt eine weit geringere Beschleunigung haben als der sonst verkehrende Zug, wird das ein bisschen schwierig zeitlich jetzt gesehen. Ne? Aber ja, da könnte schon passen. Vielleicht sind wir einen kleinen Ticken langsamer. Ich glaube, was haben wir jetzt? 146, die dann hier eingesetzt wird. Ja, das könnte durchaus ein bisschen. Könnte ein bisschen knapper dran sein. So, aber Rennchen, boah, das passt zeitlich. Auch knapp. Ja, Siefer, du bist da. Ich weiß. Bimmel du mal ganz schön. So. Kilometer, so ein bisschen. Ja, okay, das heißt, wir sind doch immer mal einige Minuten dazwischen. Also, ist es nicht, wo ist denn überhaupt so grob jetzt mal in-game? Okay, es ist so ein gemütlicher Vormittagskurs, das wollte ich wissen. Ist jetzt also nicht mitten im, mitten in der Hauptverkehrszeit. Genau, da haben wir dann langsam unsere Zielgeschwindigkeit erreicht. Ja, ist es doch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt immer mal ordentlich auf unsere Höchstgeschwindigkeit kommen, sonst ja, klappt das dann doch recht wenig. Also, ne, wir kratzen ja doch schon gut an der Maximalgeschwindigkeit. So. Wunderbar. Na, den Rest rollen machen wir mal trotzdem nicht. Ich glaube, da müssen wir
uns ein wenig heranhalten, dass wir das dann doch ganz gut ausfahren hier. Ansonsten, ja, die Halte so ein bisschen kürzer. Wobei das dann auch schwierig wird, weil der Einstieg für die Leute dann doch eher so ein bisschen schwieriger wird, sage ich jetzt mal. So, verehrte Fahrgäste, wir erreichen Rännchen. Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. So, wo ist das da vorne? Ich habe ja absolut keine Streckenkenntnis jetzt hier, ne? Wir sind auch mal wieder, so, gar nicht so lange her, das war mal in die Gegenrichtung, in der Gegenrichtung unterwegs war. Aber, ja, ne, so bis auf das allgemeine Streckenbild ist man dann doch nicht wirklich, sieht man da doch nicht wirklich so viel. Vor allem guckst du an der Seite raus, hier gucke ich jetzt nach vorne raus. Das ist dann durchaus nochmal ein bisschen was anderes. So, mal langsamer werden hier. Sieht aber gar nicht so schlecht aus, zeitlich, ehrlich gesagt, ne? 11 nach war ja unser, so, wir sind auch drin. Ich weiß gar keinen Hafen, 160 Meter, jo, aber Kippe passt ja ganz gut, ne? So. Einmal einsteigen. Das ist eigentlich ein schönes Bild hier, ne? Also mir gefällt das. Schöne runde N-Wagen auf der Strecke, wobei ich sag mal, wenn ich jetzt selber mitgefahren wäre, hätte ich mir auch beschwert, weil da passen halt schon auch faktisch weit weniger Leute rein. Das ist, ja. Ich glaube, im Vergleich zu dem sonst hier verkehrenden Doppelstockwagenpark habe ich den jetzt hier um 1 verlängert, aber ich sag mal, da kriegst du natürlich trotzdem nicht die. Ah, das sind schon wieder so. Dann einmal Abfahrt, bitte. So, da passt nach da und dann werden wir da losgeschoben hier, ne? So, sieht doch gut aus, ne? So, und damit begrüße ich natürlich auch alle zugestiegenen Fahrgäste hier im Regionalexpress nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Allerdings, wenn ich es jetzt jedes Mal auf der Strecke ansagen würde, käme ich ja gar nicht zum Fahrkarten kontrollieren. Ja, gut, weiß ich nicht, ne? Ja, genau. Ach, das sind wir auch schon wieder gleich bald. Haben wir irgendwas in der Einweisung? Make several stops at the way. Ja, dankeschön. Ah, guck mal, noch ein ICE hier. Genau, das ist, glaube ich, das, was wir recht häufig jetzt mit erkennen werden auf der Seite. Dass da ein paar ICEs noch mit rumbümmeln. Was haben wir hier jetzt entgegenkommend? Irgendein RE halt wahrscheinlich, ne? Oder ist es so wieder in der S-Bahn? Nee. Sieht wohl auch normal RE aus auf der Strecke. So. Ja, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ob wir jetzt wirklich mit dem sonst eingesetzten Wagenpark ein bisschen schneller werden. Ich glaube zumindest in der höheren Geschwindigkeit, im höheren Ende der Geschwindigkeit, ne? Wenn wir jetzt da ein bisschen über 100 sind, ich glaube schon, dass wir dann hier unser Lok so ein bisschen jetzt nicht schlapp macht, aber zumindest ein bisschen schneller fahren könnte, aber ja, da kriegen wir schon hin hier, ne? Ich meine, ein paar Minuten Verspätung, das ist jetzt ja auch nichts, was nicht sonst auch irgendwie mal passieren würde, aus anderen Gründen. Deswegen, aber ich mache mir gar keine Gedanken. Und ich meine, die Leute können hier auf wunderschön bequemen, Sofa-ähnlichen Sitzbänken Platz nehmen, also, ne, also wer will da was anderes hier? Guck mal. Wer findet das hier nicht schön? Gut, gibt bestimmt ein paar Leute, die das unpraktisch finden, aber ich finde das schön. So. Damit wir unsere Stromrechnung ein bisschen im Zaum halten, schalten wir gleich mal ein bisschen runter. So. Den Rest können wir ja dann rollen hier, ne? Genau, sehr gefallen, dass wir reichen Kürze Aachen, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mutig zumindest, ja, da dürften ja alles so Rechts-Links-Bahnsteige sein. Aber auch nur entlang der Halte, die jetzt wirklich gar nicht vom Fernverkehr beachtet werden.
Wenn wir dann da in den Bereich kommen, wo dann auch der Fernverkehr hält, da sieht der wieder ein bisschen gemischter aus. Aber ja, guck mal da vorne, wenn der Bahn steigt, das passt. So, ob hier haben wir noch Übergang an die S-Bahn der AVG. In Richtung Karlsruhe. Genau, dann. Ah ne, oh, ich korrigiere mich, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ah, da wird dann da rechts vielleicht die S-Bahn abgeschaltet. Ja, weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall haben wir ja aber hier dann auch den S-Bahn-Verkehr bedeutet. Wir müssen dann eigentlich auch gar nicht mehr überall halten, wenn ich mir das dann so angucke. Meine S-Bahn, die da fährt. Weißt du, die macht dann die eigentliche Arbeit und wir picken uns dann nur die fancy Stops raus. 110 und da sind ja 160 dann wahrscheinlich, ne? Ist jetzt so schlecht, weil unser Licht so 160. Wunderbar. Ja, wunderbar. So, dann einmal einsteigen, bitte, die Herrschaften. Einsteigen, die nächste Runde rückwärts. Ne, machen wir mal nicht, ne? Genau, dann haben wir Bühl, Baden-Baden, Rastatt. Zentral ganz kurz den Spieler. Was erwartet uns denn noch jetzt hier? Genau, da haben wir jetzt auch die Achentalbahn 2 Tier Update. Der City überholt uns gleich. Jetzt kommt auch noch S7 entgegen. Genau, und die hält dann hier wirklich an allen Stationen, auch wenn es jetzt, glaube ich, hier nicht wirklich so viel weniger ist. Ja, in Bühl halten wir auch. Herzlichen Glückwunsch. Da kommen wir hier nochmal hin. Genau, Baden-Baden-Riebland zum Beispiel. Ne? Guck mal, dass man halt den wir auslassen können. Sinsheim, so. Zurückbleiben, wir fahren. Los. So, also ein bisschen was bringt die Parallelverkehr in der S-Bahn dann hier schon. Vor allem auch nochmal so eine Takt, so einen Taktverdichter einfach. So. Wunderbar. Dann heißt natürlich auch der zuständige Fahrgäste hier im Erinnerung. Herzlich willkommen auf unserem Weg nach Karlsruhe. Wünsche eine angenehme Reise. Link kann sehen Sie in der City. Boah, gute Frage, welche Zugnummer das ist. Wir hatten es, glaube ich, vorher eingeblendet gesehen. Ohne Steuerwagen. Aha. Ich habe das Gefühl, dass die Steuerwagen so nicht wirklich großartig vorhanden sind. Aber hey. Was willst du machen? So, unser nächster halt dann Bühl. Ach guck mal, jetzt haben wir mal ein bisschen. Haben wir ein bisschen Strecke, die wir hier verfahren können hier. Die ist doch auch nicht schlecht. So. Gut. Dann geht's los. Na, alle mal festhalten hier. Kommt der S7 entgegen hier. Na du, guten Tag. Ah ne, wir müssen schneller, ne? So, was sagt denn der Fahrplan eigentlich? 21 und die... Oh, 28 vielleicht ein bisschen... Weil kriegt die Lok nicht über längeren Zeitraum hin, ne? Ne, wollen wir mal ein bisschen reduzieren hier. Das geht ja so nicht. Wir müssen ja schon ein bisschen auf die etwas antiquierte Technik hier Rücksicht nehmen. Wobei, so antiquiert ist das jetzt auch nicht, ne? Ich sag mal, die älteste Generation Stadtbahnwagen, die da eingesetzt wird, die auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Da soll sich aber nicht beschweren. Wobei so ein Endwagen dagegen natürlich, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, und da wir jetzt halt hier nicht mit irgendwie 250 lang rauschen, haben wir dann doch nochmal so ein bisschen schöneren Blick hier auf die Strecke. Sehen nochmal ein bisschen mehr, ja, die Lärmschutzwände zum Beispiel, fantastisch. Bin extrem begeistert von dieser tollen Aussicht, die wir hier haben. So, wenn wir die Signale mal ganz kurz im Blick haben, dann kann ich natürlich auch mal kurz in den Innenraum. Gut, bist du das Hauptsignal, ne? Du bist dann auch relativ... Ne, warte mal. Ach so, ja, wird schon passen. Ja. Genau, so sieht dann von hier aus aus. Ich meine, das ist ja nicht komplett abwegig, dass zumindest auf einem Teilabschnitt, den wir später fahren, N-Wagen verkehren, so zwischen Rastatt und Karlsruhe, um mal den Abschnitt hier zu nennen, fährt ja immer mal dieser Mugdteller Radexpress.
der ja wirklich einmal die Woche dann sonntags mit N-Wagen fährt. Oh, warte mal. Ne, wir müssen. Ja, genau. So, sehr gefallen. Jetzt ist der nächste halt Bühl. Das muss ausreichen als Information. Ach, guck mal. Jetzt hätten wir sogar diese fancy Täfelchen. Ja, danke. Was ist denn, wenn du halt hier mit der S-Bahn lang fährst, hast du halt eine V-Max von 100. Das muss man immer so ein bisschen bedenken. Ne? Die ist dann also, mal abgesehen von den häufigeren Halten, halt auch nochmal in der Spitze ein bisschen langsamer. Das ist halt auf dem Teilstück wirklich, ja, ich sag mal, nicht der sinnvollste Fahrzeugeinsatz. Aber der Vorteil ist halt einfach, dass du dann ab Karlsruhe einfach in der Innenstadt weiterfahren kannst und halt nicht umsteigen musst, sondern dass du dann noch Straßenbahn-Feeling direkt durch die Stadt. So, an dem Bild ist der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Eigentlich ganz cool, also ich muss sagen, die Bahnhöfe haben hier tatsächlich so alle ihren eigenen Style, ne? Obwohl das natürlich alles so in Anführungsstrichen Hochgeschwindigkeitsbahnhalte sind, finde ich die halt echt schön umgesetzt tatsächlich, ne? So, einmal einsteigen bitte die Herrschaften hier vorne nicht. Gut, so weit vorne kommt niemand. Und das hier zum Beispiel mit dem Unterführung wahrscheinlich und dann mit der begrünten Seite. Also die Bahnhofsmodelle sehen halt schon aus, als ob die da genau so existieren. Oder könnte man ja mal runter. Wenn es Trains in World wäre, könnte ich mich jetzt da so durch die Gegend laufen hier. Auf der anderen Seite wieder hoch. Ah, oh, guck mal, oh, da ist ein älterer Zug. Hm, ja, aber der fährt ja nach Karlsruhe, ne? Steht ja vorne drauf. Gut. So, haben wir. Nein, wir zu. So. Wunderbar. So, auch alle Bühl zugeschickt, Fahrgäste, herzlich natürlich recht herzlich willkommen hier an Bord, das ist ja eh nach Karlsruhe, ja, ja, ich habe den eins so ein bisschen zu hoch, ne, der darf nicht so viel, der darf nicht so viel zu da oben, es tut mir leid, ich wünsche dir eine angenehme Fahrt, unser nächster halt dann Baden, ja, da kannst du notfalls auch in den ICE umsteigen. Ach, guck mal, Güterverkehr verkehrt auch über die langsamere Strecke, da gibt ja Sinn. Gut, und dann gucken wir mal, wo wir denn dorthin geschleust werden, sonst können wir da ein bisschen Schub drauf geben, sag ich mal. Weil wir dann noch ein bisschen zeitig, also ein bisschen länger unterwegs sind. So, und ach, IC-Kollege, guck mal, eine Doppeltraktion. Ja, ist wahrscheinlich dann die Linie von der Schweiz aus Richtung Ruhrgebiet, ne? Oder von Basel meistens. Die kommt ja nicht so von so weit unten. Ich habe auch mit den Liniennummern gar keine Ahnung, ne? Im Fernverkehr, die sind auch alle nach Liniennummern irgendwie unterteilt, aber ja. So, was sagt denn das Vorsignal? Wenn es nichts Schlimmes ist, dann würde ich nochmal ganz kurz. Da sieht gut aus. So. Ha, ist halt nicht schön hier drin. Also ich würde auch mal vielleicht dann ganz kurz mal den Wagen wechseln, wenn wir mal im Steuerwagen sitzen. Das ist der erste Klasse, aber hier haben wir den Steuerwagen. Da kannst du sogar vorne rausgucken. Oder diese Sicht hier genießen. Also ich bin tatsächlich ein Riesenfreund von den Sitzen oder generell von den N-Wagen in dem Design. So, da war jetzt nichts, ne? Ne. Nicht, dass wir da noch was verpassen. Aber ich sag mal, hier machst du mit dem RE auch schon gut Strecke, ne? Wie man sieht. Das gelbe, Achtung, Durchfahrt, ne? Ihr kennt das da, S-Bahn. Ja, ihr kennt das. Ich hoffe mal, dass die Leute sich dessen bewusst sind. Da war doch bestimmt auch eine kompetente Bahnsteigsdurchsage. Vorsicht an Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole. Vorsicht an Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Weil ich es auch schon öfters mal hatte, dass die Ansage halt kam, nachdem der Zug schon durchgefahren ist. Ne? Das heißt, also da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen.
Auch wenn das, ich sag mal, bei 160 nicht ganz so kritisch ist, wie wenn du jetzt wirklich an der Schnellfahrstrecke, also 200 oder sowas, dann dir vorbeirauscht. Er ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Weil es da bestimmt auch Maximalgeschwindigkeiten gibt, die da so ein Zug fahren darf, wenn er an einem Bahnsteig vorbeifährt. Hoffe ich jetzt mal. Wir sind in Deutschland, das ist alles reguliert. Sowas muss es da bestimmt auch geben. So, Vorsicht nochmal Durchfahrt hier, ne? Das ist das Baden-Baden-Riebland wahrscheinlich. Ja. Mal ganz kurz gucken hier. Ah ne, Sinsheim ist das dann. Okay. Sinsheim Nord. Ja moin. Oder sind wir Baden-Baden? Gut. So, wir können schon mal langsam ein bisschen runterschalten hier, ne? Guck mal, die S-Bahn wird erst gerade ab hier wieder neu hochbeschleunigen, aber wir befinden uns schon in Anfahrt auf Baden-Baden. So, sehr gefahren, Gäste, wir werden in Minuten Baden-Baden erreichen. Sie erreichen alle vorgesehenen Anschlusszüge des Bischübergangs zum Fernverkehr der Deutschen Bahn. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Baden-Baden aussteigen und uns freuen sich, dich bald wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Bliblablubber Käsekuchen, ihr kennt die Geschichte, so. Ja, wir haben jetzt ja durchgehend Fahrt hier, du, ne? Also das ist halt schon krass. Eine schöne Trasse, aber ja, wir sind auch einer der eher schnelleren Züge wahrscheinlich auf der Strecke. Okay, ist doch ein bisschen... ja, ne, von daher haben wir da ganz gut Vorfahrt hier. Hat ja auch auf der Schnellfahrstrecke gut geklappt, aber ich würde auch mal ganz gerne irgendwie einen Zugdienst fahren hier, wo man nicht alles glatt läuft. Ich glaube, es habe ich schon öfters mal erzählt. Ich ein riesen Fan davon bin, wenn man halt so ein bisschen mehr aufpassen muss. Ja, dadurch einfach noch so ein bisschen Spannung irgendwie mit dazu kommt. So, ach ja, Baden-Baden. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. So, okay, na, das ist dann doch nochmal gut weit vorne hier, ne? Das hier dürften dann, ja gut, die sind ein bisschen durcheinander gemischt hier. So. Dann ist das wahrscheinlich nicht hier, auch wenn das wahrscheinlich locker trotzdem gepasst hätte. Wir fahren mal bis unter das Dach, bis wo das Dach endet. So, heute im Abschnitt A. So. Wunderbar. Dies passt, ne? Und dann mal aussteigen. So, jetzt begutachten wir ein bisschen mal den Bahnhof, ob da irgendwie was zu sehen ist. Jetzt haben wir hier natürlich nochmal ein Gleis. Gleis 7. Okay, ne, dann kommt man da hoch. Dann ist hier der Bahnhof und das ist ja der Vorplatz. Ja, mit den Bussen exakt. Okay, wunderbar. Was haben wir hier denn Schönes an Busmodellen? Citaro. Okay, sehr viele. Citari. Oh, ich höre jetzt wieder unsere Lok. Ah! Ich denke mir immer, guck mal, wir hören mal wieder einen KI-Zug, der da lang fährt. Aber nee, das ist unsere eigene Lok. Was haben wir hier? Aufenthalt oder 29? Hey, ist auch super ein Plan hier. Nach Baden, nach Rastatt oder... Ja. Du, das wird hier... Das wird hier eine 1A-Fahrt, du, sag ich dir. So, vorne passt das auch. Und die Bahnhofsuhr tickt. Das ist ja schön. So. Wir hätten es, ne? Die müssen ein bisschen aufpassen da. Also, wir gucken mal ja raus. So, guten Tag, Kollege. Hi. So, hallo auch an alle hier in Baden-Baden zugestiegenen Fahrgäste. Immer der Deutschen Bahn auf unserer heutigen Reise nach Karlsruhe. Ich wünsche dir eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt. Dann Rastatt. Blub. So, da wird es ja wirklich spannend, worüber wir fahren. Aber ich würde jetzt echt mal sagen, dadurch, dass wir in Karlsruhe auf einem Gleis halten, das recht weit rechts sich befindet, ne, was auch tatsächlich dann für diese Linie hier echt passt.
fahren wir dann wahrscheinlich wirklich mal diese andere Strecke bei Ettlingen West, die wir letztes Mal nicht gefahren sind. Was ist da noch zwischendrin? Ne? Sind auf jeden Fall, das ist nochmal einer der Halt, aber es ist halt der letzte vor Karlsruhe dann. So, genau, okay, ab da kriegen wir auch ein bisschen Verlangsamung. Dann joint uns ja auch mal wieder links hier die Fernverkehrsstrecke. Schon liegt es ja gar nicht weit auseinander, ne, die beiden Halte jetzt gerade. Auch wenn beide halt eben vom Fernverkehr angefahren werden. Gut, aber das heißt ja nicht viel. Gibt ja auch generell ein paar Städte, die da noch mehrere Fernverkehrshalte haben. Abgesehen von Berlin. Oh, 100. Bestätigen muss ich das nicht, aber ich sollte vielleicht 100 fahren. So. Sonst wäre denn wäre gebremst. So, nochmal die Wiederholung dazu. Aber gemessen, passt. So. Dann fahren wir halt eben 100. Gut. Ist natürlich auch ein bisschen gemütlicher. Kann ich mir jetzt auch nicht dagegen aussprechen. So, aber so ein bisschen Fahrt hätte ich noch ganz gerne. Genau, das sind aber 5 Kilometer. Achso, ist nur für eine kurze Zeit jetzt hier. Wechseln wir das Gleis oder was machen wir hier? Ach, das kurft hier ein bisschen. Ach, wir wechseln hier tatsächlich. Okay, wusste ich jetzt auch nicht. Ist ja hier so noch zweigleisig. Boah, belastend. Der arme Fernverkehr. Das ist aber dann auch ein bisschen Nadelöhr hier. Ja, da ist uns wieder. Ist das hier da, wo dann gebaut wird, dass auch der Abschnitt dann vier. Ich glaube ja, ne? Kann mir auch vorstellen, dass das auch eines der Nadelöhre ist. Da links sehen wir auch, dass gebaut wird. Kann mir vorstellen, dass das der Abschnitt ist. Also ergibt halt auch Sinn, ne? Also die ganze Zeit das viergleisig zu führen und dann hier nicht mehr. Hm. Die werden sich wahrscheinlich dabei gedacht haben. Im Zweifel immer. So. Ich will jetzt auf der Strecke darüber überlegt, ob ich ganz kurz gucke, ob wir in Rastatt ein bisschen Zeit haben, aber. Heißt ja nicht, dass ich hier auf meinem Zeitslot trödeln sollte. So, wir können ja schon wieder ab. Ah, 110 sind auch bald, ne? Von daher mal ein bisschen gucken. Ja, bloß eine Minute, ne? Also nicht großartig. Aber man soll auf seiner Trasse trotzdem nicht trödeln. Vielleicht der Fernverkehr hinter, der Fernverkehrszug hinter einem dankt es. So. Genau, dann haben wir schon 110. Die müssen wir uns ja nicht bestätigen, aber einmal anbremsen sollten wir das schon. So, Pferdefahrgäste. Ja, erreichen in Kürze Rastatt. Ja, tschüss. Alle, die gehen müssen. Macht's gut. Hier können wir umsteigen zur Linie S80 bzw. S81 nach. Oh, wir haben einen Halt. Ja, nice. Mal ein bisschen Action hier. PCB-Action. Krass. Heftig. Also, dann müssen wir dann auch gleich rechts in die abzweigende Strecke. Richtung Freudenstadt sehen. So, ganz vorsichtig hier. Genau, da geht es dann quasi rechts Richtung Murgtal. So, eine Ausstieg in Rastatt befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ja, nice, dann wirklich noch ein Zug, der vorfährt. Ja, der gefällt mir jetzt. Finde ich gut. Da werden wir jetzt auch keine Ausfahrt hier haben. Da können wir jetzt irgendwo halten, dass wir das Signal sehen. Wir sind nicht einmal für Terzmagneten vorbeigefahren, ne? So, hier, aber ja, ich muss schon ein bisschen weiter vorne halten. So, hier haben wir jetzt unseren Magneton. So, ne, 500 Hertz, zack. Du bist noch scharf geschaltet. Genau. So, und hier müssten wir dann ja einmal anhalten. Wunderbar. Ey, wie viele Wiederholer da stehen. Das ist ja unfassbar. Du bist auch nochmal einer für uns, ne? Genau. Ja gut, aber zumindest dann. Da können wir dann sehen, ob und wie und was. Genau, ist das dann hier. Wer müsste denn hier sein, ne? Genau, ab ins Murgtal. Das ist eine Strecke. Die ist ja dann auch schon. Wie weit ist die denn? Warum ist die denn bis hier? Ja, genau, Rastatt-Beinle oder wie heißt das? Genau. Ist das so weit dargestellt? Das ist ja unnötig. Das wäre cool, wenn das. Also, über die Strecke nach Freudenstadt zum Beispiel, die gibt es ja schon für den MSTS.
Da würde ich mich immer echt freuen, wenn es die für Trains the World zum Beispiel auch gibt. Könnte ich mir schön vorstellen. Karlsruher Stadtbahn und dann da die, boah, sind das 2 Stunden nach Freudenstadt? Ach, schon schön. Aber auf der Nebenbahn hat nicht so viele Kilometer. Ich glaube, das wäre halt echt spannend, auch wenn ich nicht glaube, dass eine Linie der Länge für Trains the World kommt. So. Genau, der steht auch auf dem Gleis der S7, S8, hätte ich jetzt mal gesagt. S71, ja, okay, aber generell die S-Bahn halt eine recht weit hier. So könnte er auch quasi dann rüber. Krass, aber Tatsache, es ist echt bis Rastatt-Beinde hier, ne? Und dann Rastatt-Murgtalbahn. So, ach, und wir haben tatsächlich die Trasse über Ettling-West. Das ist fantastisch. So, Abfahrt, ne? So, Vorsicht. Ein Zug fährt aus. Was ein Zug? Oh, ich muss ein bisschen da aufpassen. Ah, haha, ich kann es vergessen. Wir sind ja noch in der PZB-Beeinflussung. So, nicht ganz so schnell hier. Genau. Sonst kriegen wir auf den Deckel. Wahrscheinlich dann Mettling? Ah, vermutlich. Oder sind da noch andere Käfer mit E auf dem Weg? Das ist die Frage. So, ja, befreien können wir es auch gleich. Was ist denn da noch alles auf der Strecke? Da haben wir Munksturm, Malsch. Ja, genau. Ich würde mich gerne befreien, bitte. Danke. Danke, so. Achso, ich kann mal einen Schluck trinken hier, ne? So. So, nur nochmal an den Rastatt Fahrgäste hier. Herzlich willkommen an Bord des RE nach Karlsruhe. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Fahrt. Ja, bitte beachten Sie, keine Ahnung, wir haben einen alten Zug. Ist alles ein bisschen älter. Wir haben heute kein WLAN an Bord. Wobei, das hat ja auch sonst hier die Schwarzwaldbahn nicht. Boah. Genau, letztes Mal, die letzte Folge sind wir da links lang gefahren. Und jetzt fahren wir einmal den anderen Streckenast. So, was ist denn hier die V-Max 120? Ja. Miep du mal vor dich hin. Ab hier noch nicht. Okay, die Kurve ist aber bei 120. Ich dachte, wenn wir jetzt aus dem Bahnhofsbereich raus sind, können wir mal beschleunigen. Aber die Kurve ist auch noch mal ein bisschen langsamer. Okay. Jetzt können wir natürlich auch mal eine Zeit nehmen, was jetzt hier schneller ist. Das habe ich schon immer mal gefragt. Also, welche der beiden Routen hier jetzt weniger Zeit braucht. Aber das wird wohl irgendwie geregelt sein. So. Und ab geht die Fahrt hier. Ja, auch das ist dann wahrscheinlich wieder alles in allem da doch recht zügig verglichen mit der S-Bahn hier. So, freie Fahrt, so muss das sein. Ah, ich habe gerade überlegt, warum hatten wir den ganz kurzen Halt? Wahrscheinlich, weil die S-Bahn eingefahren ist hier, ne? Die hat uns da irgendwie so ein bisschen gekreuzt. Und die hatte dann auch noch vor uns noch Einfahrt. Jo, hat ja auch wunderbar gepasst, ne? Hat uns ja nicht irgendwie im Fahrplan oder sowas zurückgeworfen. Das hat ja die Stelle dann auch schon im Bahnhof, als wir los mussten. So, Achtung, Durchfahrt. Tut, tut. Ja, der ist aber schon ein bisschen gefährlich nah am Bahnsteig lang gelaufen, aber gut. Das machen ja im Spiel immer mal ganz gerne. So, ich sehe einen Güterzug. Wird der jetzt hier gleich überholt oder warum fährt der auf das Extragleis? Er sieht aus wie eine Überholung, ne? Gucken wir mal, ob gleich ein Fernverkehrszug hier lang rauscht. Ja, links steht da ganz schön viel Stuff. Busse, LKWs, oh ja.
Er schüttelt sich von der Seite irgendwo. Nee. So, und gleich da vorne, glaube ich, der nächste S-Bahn halt. Ja, die passieren wir jetzt hier, glaube ich, ganz gut. Und ganz zügig durch. Ach, und der nee, das ist ja, die zwei sind ja, das ist, okay. Kannst du die Bahnsteige fast aneinander rein hier, ne? So. 15 Kilometer schon noch. Ja, es sind doch ein paar Minuten, ne? So, man hat das immer, ich hab das immer so im Kopf, so als, bist ja gleich drüben, ne? Das hier sind schon, da fährst du schon ein bisschen. Das heißt, das sind dann schon, ich sag mal, zweimal so, was ist so, 17, 15 bis 20 Kilometer auf jeden Fall. Die wir jetzt hier quasi wirklich doppelt haben. Entlang der beiden Strecken, also entlang beider Strecken war eine Vmax von 160 und das sieht schon sehr ähnlich weit aus. Da macht jetzt keine Strecke einen unfassbar viel größeren Schlenker, das heißt, es wird ja wirklich nicht Unterschied machen, welcher Zug da jetzt über welche Route geleitet wird, es sei denn, es ist natürlich halt die S-Bahn, die dann irgendeinem Gleisbild, also irgendwelche Gleise müssen bestimmt oder halt an den Zwischenbahnhöfen halten. Die kannst du natürlich nicht auf einmal über eine andere Strecke leiten. Die sieht ein bisschen problematisch aus, Don G. Da kommt jetzt nichts entgegen, ne? Der Güterzug hat da einfach aus Spaß Platz gemacht. Oh ja, gut. Der Fahrdienstleiter weiß, was er tut. Ich vertraue dem da mal. Gut, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Ja. Dies wird schon bossen. So. Nee, das sah aus, als wäre da eine Geschwindigkeit dran gewesen. Ist es aber nicht. Ja, können wir richtig schön durchziehen hier, ne? Da kommst du gut vorwärts. Schön, schön. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, ich kann es auch nicht so viel über die Strecke erzählen. Wollte auch nicht die letzten zwei Minuten noch großartig anfangen. Noch irgendeine große, krasse Anekdote da rauszukloppen. So, sind dann eine Anfahrt. Okay. Jo, die haben zumindest ein bisschen Abstand gehalten. Das gefällt mir. Vorsignal passt auch und sind wir ungefähr. Nee, Spieler zentrieren, nicht Aufgabe zeigen. Ach, guck mal, schon in der letzten Kurve. Ah, ab da wird es dann interessant. Super, ja, okay, doch nur eine kleine Streckanekdote ab Ettlingen West. Kommt ja dann auch immer mal, zweigt da auch die Strecke ab, dass du, ne, da kommst du irgendwie auch ins Albtal. Und da fährt gefühlt so alle paar Monate oder sowas mal einen Dampfzug und der kommt dann hier auch auf die Hauptstrecke und fährt dann hier auch zum Beispiel nach Karlsruher Hauptbahnhof oder so. Das müsste dann gleich da irgendwo rechts sein. Ja, genau, ich glaube, die Strecke, die da rauskommt, da zweigst du dann quasi in Richtung Ettlingen Innenstadt ab und da fährt er normalerweise auch nur eine Stadtbahn. Oder hat er zwei Systeme, also normalerweise hat die ein System Stadtbahn, weil ab da ist dann auch, ich sag mal, das Straßenbahnstromnetz. Aber, ja, dem Dampfzug ist das ja dann zweifel egal. So, das war dann auch der letzte mögliche Halt entlang der Strecke. Na, sehr geehrte Fahrgäste. Ihr wird uns in Anfahrt in Karlsruher Hauptbahnhof. Wir beachten unsere heutige Fahrt, endet mit den Fahrgästen auszusteuern. Sie erreichen alle vorgesehenen Anschlüsse. Das Zugteam und ich, aber danke, ich hätte den Zugteam, ich das sage. Ist egal, verabschiedet sie recht herzlich, blablabla. Hoffe, dass sie trotz des Ersatzwagens hier eine halbwegs komfortable Reise hatten. Und immer noch, mal alles gut, einen schönen Tag. Und Tschüssi und so, ne? Also langsam, nur ein bisschen genau, gerade sagen. Das wird doch gleich alle Tiere ein bisschen langsamer hier. Können wir jetzt nicht nur so durchrushen. Uiuiui. Aber 80 wird jetzt hart, ne?
Ich bremse lieber noch mal einmal mehr. Ich habe da so ein bisschen... Eine Zwangsbremsung brauche ich mir jetzt auch nicht reindrücken noch. So, so, nein. Gut. So. Okay, ein bisschen früher loslassen hätte ich können, aber das weißt du halt auch nicht. Naja, komm, Steuern brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir rollen da jetzt durch. Der hat schon echt eine... Ah, er bremst halt schon gut, ne? Das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Ja, jetzt bummeln wir da halt lang. Na, was willst du machen? So, halbwegs, ich sag mal, ein bisschen mehr Dynamisches hinten dran. Könnte natürlich mal ein bisschen hochbeschleunigen, aber ne, ist ja dann eh bald dann hier die weichen Überfahrgeschwindigkeit gedöns. Von daher, jo, dann treffen wir zum einen natürlich da. So, also ein bisschen Schub brauchen wir aber trotzdem, so ist es ja nicht. Genau, dann treffen wir sie auf diverse Strecken. Da links dann kommen wir auch von da einer vielen Hauptgleise, dann natürlich vom Güterbahnhof, dann die andere Teilstrecke, die letztes Mal unterwegs war. Hier sind 60. Das, gut, dass das an dem anderen mit dran stand. Belastend. So. Aber Karlsruher Bahnhof ist dann ja Ende Gelände, deswegen haben wir da auch gar keine Fahrt mehr. Ach komm. So. Ja, bis an den Hauptbahnhof kommen wir schon noch, ne? Das ist wieder nur schon mal halt erwarten für Ende vom Bahnsteig. Hoffe ich, dass wir da nicht vorher zum Halten kommen müssen. Ja, da vorne sich ja schon die Bahnhofshalle und einen ICE. Ja, wird ja ordentlich was hier los am Hauptbahnhof, du meine Güte. So, sehr geehrte Fahrgäste, der Ausstieg in Karlsruhe, Hauptbahnhof und Fahrt Richtung rechts. Jetzt haben wir aber voll viele Leuten hier die Fahrstraße weggenommen. Der ICE so weit draußen. Oh, wird schon stimmen hier, ne? Ach ja, das sind... Es ist der allerletzte Bahnsteig, ey, das ist immer... Eieiei. Aber Karlsruhe hat schon einiges an Gleise, ne? Das merkt man hier auch wieder. Und die sind ja auch wirklich durchgehend. Du hast ja da nicht viel... Gleise, wo kein Bahnsteig ist. Also du bist hier echt weit, weit draußen. So, wo halten wir? Da, wo wir halten müssen, ne? Was sagt denn der Fahrplan? 48. Ja, das ist ja einfach perfekt. Kannst du dich ja hier auch nicht beschweren. So, vorne halten wir nicht. Wir halten hier drunter, genau. So, dann mal alle raus hier. Das war dann für die heute wilde Fahrt. Ja. Tschüssi und so, ne? Macht's gut. Schau, ich bin raus. Alter, Latz. Ja, Karlsruher Hauptbahnhof ist gar nicht mal so unimposant. Ja, und da stehen dann ihr. Ja, gut, der E nach Freiburg. Der sieht vielleicht potenziell ein bisschen anders aus, aber. Was willst du machen? So. Und ICE. Wird aber nicht geschildert. Ne, da wissen wir nicht, was du. Was deine Mission ist. Der Zug endet hier. Jo, zurück nach Offenburg. Ja, tut mir leid. Also gut, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüssi.